Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija, die Deutsche am Nil. Ich wollte euch mal kurz zeigen, es gibt Lamm. Wie mache ich denn das Lamm? Ich habe das mit Knoblauch ein bisschen bespickt, aber nicht besonders. Da liegen ganz viele Knoblauchzehen, zwei Zwiebeln. Und dann kommt jetzt noch hier, ups, Salsa, also Tomaten. Soße mit Wasser, das habe ich dann so, ne, gemischt, und das wird drauf bepinselt und immer wieder begossen. Dann nach einer Stunde kommen die Kartoffeln rein und das ist der Braten. Also könnt ihr mal nachmachen, es ist super lecker, also Salz, Pfeffer drauf, die Knoblauch, und also ich mache keine anderen Gewürze, keine arabischen, einfach so. Man kann Kartoffeln noch reintun, Paprika habe ich natürlich wieder nicht da, ne? Muss ich mal gucken, dass ich die ganzen Gewürze, Gemüsesachen da habe, hat man nicht immer da, und dann macht man es halt so. Und ich sag euch, das könnt ihr mit Hähnchen machen, mit allem. Also diese Tomatensoße immer wieder drüber träufeln, ne? Schön einpinseln und dann mit dem Löffel rausnehmen. Alle halbe Stunde nehme ich den Braten raus, tu nochmal mit das Fleisch umdrehen, und ja, es dauert dann so ungefähr 3 Stunden, ist das Fleisch fertig. Ich sag euch, das ist so lecker. Macht's einfach mal nach. Ich zeige euch nachher das Ergebnis. Jetzt pinsel ich erstmal ein. Ja, dann habe ich natürlich noch mehr Wasser reingetan, das ist immer wieder, weil das Wasser verdunstet es ja auch mit der Zeit. Ja, und das kommt jetzt ab in den Ofen. Bei ungefähr 180 bis 200 Grad bleibt es, also bei mir im Gasofen, ne, bleibt es, mache ich erstmal eine Stunde, dann hat sich das Wasser auch reduziert, und dann immer schön nachgießen. Und dann schaut man, wenn das Fleisch eben gar ist. Es ist ein Gedicht, es ist saftig, es ist super, also macht es ruhig mal nach, das Video wird gar nicht lange. Ja, was soll ich denn da groß erzählen? Mein gutes Fleisch hier. Also, bis gleich. Ich zeige euch dann, wenn wir wieder nachgießen. Ja, das ist mein Braten. Der wurde jetzt schon zweimal mit Wasser, ne, begossen. Jetzt tue ich nochmal mit Wasser auffüllen, tue ihn nochmal umdrehen, und die Kartoffeln kommen jetzt rein. Und dann, ja, nochmal eine Stunde, anderthalb. Dann ist er fertig. Inshallah. So möchte ich auch noch mal kurz zeigen. Sieht man es? Kleine Sekunde. Jetzt. Also der Braten, der ist schon ziemlich weich, ne? Einmal umgedreht. Man sieht hier auch das schöne Fett. Das tue ich mal raus, dass es sich schön vermischt mit der Soße. Das gibt nachher noch einen super guten Geschmack. Also ich habe hier auch nicht mal Öl reingetan. Das Öl lässt sich von alleine von dem Fett, ne? Sonst hat man zu viel des Guten. Puh, ja, ist immer blöd, wenn man alles filmt, ne? Und dann habe ich die Kartoffeln ziemlich groß geschnitten. Die kommen jetzt so drauf, und die werde ich jetzt mit der Soße benetzen und dann wieder in den Ofen. So soll das ungefähr aussehen. Und jetzt nochmal weiter in den Ofen. Jetzt schalte ich auch die Temperatur auf 220 Grad. Und eine Stunde, anderthalb, dann ist alles fertig. Wenn die Kartoffeln weich sind, ist das Fleisch auch weich. Weil es ist jetzt schon, wenn ihr seht, also ich habe jetzt mal einen Löffel geholt, das Fleisch ist schon ziemlich weich. Ja, das ist das Gute, das ist ja fast gekocht. Und jetzt kommt es nochmal mit den Kartoffeln. Man kann auch eine Tomate reinschnippeln, wie gesagt, Gemüse ohne Ende. Wir essen das so. Und noch nicht mal Reis mache ich dazu, das ist unser Essen. Ich mache noch einen Gurkensalat vielleicht dazu. Schauen wir mal. Ja, so sieht es jetzt nach einer halben, dreiviertel Stunde aus. Ich werde die Kartoffeln nochmal umdrehen und nochmal das Fleisch beträufeln, ne, mit der Soße. Und das ist übrigens ein Rezept meiner Mutter. Das ist nichts Ägyptisches. So mache ich alle Fleischsorten. Da könnt ihr Hähnchen machen. Ihr könnt sogar Schweinehaxe damit machen, ne, mit dieser Variante. Das ist total saftig. Also diese Tomatensoße, das ist einfach herrlich im Braten drinne. Ja, sogar einen Truthahn kann man so machen. Alles, ne? Und so mache ich fast alle Fleischsorten. Mein Mann liebt es. Der sagt auch, ich kann das beste Lamm machen. Das hat er noch nie so gut gegessen. Ja, die Ägypter machen auch das Lamm oft. Also hier bei uns im Dorf machen sie eine Lammsuppe, und dann die Stücke braten sie dann in Buttersoße an, ne? In dieser Samna, Butterschmalzsoße. So, das ist das letzte Mal. Jetzt habe ich die Kartoffeln umgedreht. Ich kann euch sagen, ihr seht, es dampft schon raus. Der Duft der Liebe mal wieder.
Es ist Wahnsinn. Und das Fleisch hat ja einen super Geschmack, ne, Lamm. Und ja, so kann man alles machen. Und das Wichtigste ist, oberste Priorität immer das Fleisch begießen mit der Soße. Dann bleibt die saftig. Ich würde mal sagen, das ist so ein kleines Oma-Rezept, ne? Könnt ihr zu Hause nachmachen. Und ihr seht, es ist wieder easy peasy. Man muss nicht groß lange arbeiten. Immer kleine Schritte, kurz raus, alle halbe, dreiviertel Stunde das Fleisch begießen, wieder rein, fertig. So, hupsala, so meine Lieben, jetzt wackelt das Ganze, aber mein Braten ist fertig. Ihr seht, er ist total ja, weich. Ich werde es jetzt anrichten, dann wird gegessen. Das war jetzt mal ein ganz kurzes Video, um zu sehen, um zu zeigen, wie man auch mal unägyptische Sachen machen kann, auch mit Tomatensoße. Das ist typisch ägyptisch, die. Ja, der Esel. Ja, die Ägypter machen ja alles mit Tomatensoße, ne? Aber da gibt es keine Champignon-Rahm-Soße oder braune Jägersoße. Also ihr könnt es natürlich auch verfeinern, so eine Soße. Man kann zum Beispiel, wir haben hier so eine Art Malzbier, das kann man auch reinschütten, dann wird es auch nochmal gut, ne? In Deutschland machen sie dann Wein rein oder Bier. Kann man hier auch machen. Ich könnte ja dann Birell heißt es hier, so ein Malzbier reintun. Aber nee, wir mögen das so. Und ansonsten, ja, schenkt mir einen Daumen nach oben, wenn ihr das gut fandet. Und definitiv kocht es nach. Ich sage euch, das ist ein typisches Männergericht. So ein richtiges Haxenteil. Ich liebe Fleisch. Malesch. Okay, das war's schon wieder von mir. Messi Lema. Guten Appetit. Bye, bye.